Hallo, wer bist du, was machst du? Hallo, ich bin Jan-Michael Hess aus Berlin und wir organisieren den Green Venture Summit am 10. Mai in Berlin zum ersten Mal in Moskau. Da du ja wahrscheinlich nicht in der dritten Person von dir reden würdest, wer ist denn wir? Wir sind der liebe und bekannte Sarik Weber, mein Kompagnon, Co-Veranstalter und ich. Wir organisieren den Event mit zwei Mann, wir ganz alleine. In Moskau hast du gerade gesagt? Genau, eine berühmte Party-Location, ehemals bekannt als Café Moskau und mit einigen Millionen sehr schön renoviert und elegant umgebaut und inzwischen ein Veranstaltungsort erster Güteklasse und da können wir unsere Konferenz machen und alle, die kommen, werden sehr überrascht sein, wie gediegen das inzwischen dort ist. Bevor wir mal auf das Programm eingehen und was eigentlich so Ziel ist, wie habt ihr euch denn beide kennengelernt, du und Sarik? Also ich habe eine Firma selber gegründet, Mobile Economy, mit Schwerpunkt Mobile Internet schon im Jahr 2000. Ich habe davor ein paar Jahre Internet gemacht bei Internetagenturen Pixelpark und Icon Media Lab hier in Berlin und Hamburg. Und den Sarik habe ich vor vielen Jahren immer mal wieder getroffen, weil er... Wie jeder irgendwie. Genau, wir haben ihn alle irgendwann mal getroffen. Und immer mal wieder und er hat Sality gemacht, da hatten wir besonders enge Verbindungen und auch zu seinen Xing-Zeiten habe ich ihn auch schon oft getroffen. Und jetzt ganz konkret haben wir uns im November im letzten Jahr in London getroffen, da gab es eine tolle Internet-Startup-Konferenz namens Noah. Die war von 0 auf 100, weil kostenlos waren da plötzlich 500 Leute und es war ziemlich cool. Und am Folgetag haben wir uns dann in London schön zusammengesetzt und einfach mal in die Zukunft gemeinsam geschaut und überlegt, was wollen wir machen, was sind die Visionen, was sind die neuen Geschäftsideen, die neuen Megatrends auch. Und wir haben dann schnell erkannt, dass das grüne Thema, das Cleantech-Thema für uns beide ein Megatrend sein wird, an dem wir arbeiten wollen, an dem wir was bewegen wollen. Und dann haben wir überlegt, okay, zum Einstieg machen wir ein Event, der ermöglicht es, dass wir in sehr kurzer Zeit, sehr schnell innerhalb von 3 Monaten ein paar hundert Leute zusammentrommeln, ein riesen Netzwerk aufbauen, viel lernen. Wir haben eine sehr große Lernkurve. Wir arbeiten uns ein in die Cleantech-Branche und lernen über Solar und Wind und E-Mobilität und Energieeffizienz und grüne Architektur. Und es sind viele neue Themen und es macht einfach total viel Spaß. Das heißt, der Green Ventures Summit dreht sich um Cleantech. Was ist denn genau eure Vision? Also worum wird es thematisch im Kern gehen? Weil es ist ja ein sehr breites Feld. Genau, der Begriff Cleantech, wir übersetzen ihn mit sauberen Technologien. Man kann auch sagen umweltfreundliche Technologien oder eben grüne Technologien. Und dazu gehört sehr viel. Dazu gehört einerseits die Produktion sauberer Energie, aber auch die Übermittlung, der Transport sauberer Energie, Thema Smart Grid, intelligente Stromnetze. Aber die VCs sagen, es gibt eine Low-Hanging Fruit, also eine einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen und Kosten zu sparen, indem man an dem Thema Energieeffizienz arbeitet, zum Beispiel investiert in LED-Lampen, Lichttechnik, die einfach viel weniger Strom kosten, in der Anschaffung etwas teurer sind, aber dann innerhalb von 2 Jahren das Investment schon amortisiert haben und dann fängt man an, wirklich Zehntausende oder auch Millionen, je nachdem wie viele Parkhäuser man betreibt, Geld zu sparen. Gib uns doch mal so ein bisschen eine Einfühlung. Wie viele Gäste erwartet ihr und wie viele Speaker gibt es eigentlich? Wie darf man sich das Event so von der Größenordnung und irgendwie auch vom Fokus her vorstellen? Also wir haben als Datum den 10. Mai gewählt. Das ist ein Montag, also der kommende Montag in einer Woche. Den haben wir gewählt, weil am Folgetag die Next-Konferenz stattfindet. Und wir machen etwas Co-Marketing auch gemeinsam mit der Next. Wir haben uns gegenseitig verlinkt. Die Next ist einer von 30 Medienpartnern, die wir zusammengetrommelt haben. Unser Google-Ranking ist entsprechend gut inzwischen. Und wir werden den Event an einem Tag machen und wir haben einen Conference-Track. Und es geht... morgens um 8 los mit der Registrierung, um 8:45 beginnt das Programm, das geht bis 6:30 am Abend und dann machen wir noch die sogenannte Green Venture Summit Lounge mit Barbecue, Fingerfood und leckeren Getränken. Und wir haben einen Conference-Track und es sind insgesamt 46 Redner auf der Bühne. Davon werden 15 grüne Startups in 7-minütigen Pitch-Präsentationen ihre Geschäftsideen dem Fachpublikum vorstellen. Verstehe. Darf man damit rechnen, dass ihr nach diesem Event, das werdet ihr ja nicht ohne Grund machen, auch gründet in dem Bereich?
Genau, also Sarik und ich wollen eine gemeinsame Firma gründen nach dem Event. Wir haben erstmal gesagt, wir wollen einen kleinen gemeinsamen Erfolg feiern. Und wir machen jetzt ein Projekt, das läuft über meine bestehende Firma, die Mobile Economy GmbH. Und danach wollen wir eine neue Firma gründen. Die neue Firma soll dann nicht nur Events machen, sondern wir wollen möglicherweise selber einen Fund raisen und dann auch in Cleantech-Startups selber investieren. Ist also mehr so ein Meta-Level. Ihr wollt jetzt nicht irgendwie Stromzähler bauen oder irgendwie neue Energiekonzepte entwickeln? Also wir haben interessanterweise jetzt schon einen Dealflow mit dem Event. Das ist total spannend. Wir werden ein paar Leute präsentieren, die kennt noch gar niemand. Und es werden auch ein paar Deals bei uns auf der Bühne stehen. Die haben schon ein paar Millionen geraced und suchen jetzt die nächste Finanzierungsrunde mit nochmal diversen Millionen. Also ein schönes breites Spektrum. Und wir sind aber auch parallel am Schauen, welche Ideen sehen wir, wo besonders viel Bedarf ist, wo es vielleicht noch nicht so viel Anbieterkonkurrenz gibt und wo wir noch was bewegen können. Ich persönlich finde das Thema E-Mobilität sehr spannend. Ich beschäftige mich mit Elektrotaxis und Elektro-Carsharing als spannende Themenfelder, weil man da auch eine schöne Internet- und Mobile-Kundenakquise und Online-Marketing, Mobile-Marketing-Nummer fahren kann. Ja, super. Dann gib uns noch einen kleinen Ausblick für 2010 und dann besuchen alle mal den Green Venture Summit. Ja, 2010. Wir sind mittendrin. Ich denke, es wird für die Cleantech-Branche ein ganz wichtiges Jahr. Es gibt spannende Deals. Vielleicht habt ihr mitbekommen, Better Place aus den USA, die Firma von Chai Agassi, hat eine 350 Millionen Dollar Runde abgeschlossen vor ein paar Monaten und war einer der größten Cleantech-Deals. Die Firma hat inzwischen eine Bewertung von 1,25 Milliarden. Und man sieht, dass der E-Mobility oder Transportation-Sektor besonders spannend ist. Aber auch andere Sektoren sind spannend. Und wir glauben, Cleantech ist auf jeden Fall eine Lebensaufgabe. Wir wollen da nicht nur schnell rein und schnell wieder raus, sondern wir wollen wirklich mit aller Energie und dem neuen Netzwerk, das wir aufbauen, dazu beitragen, dass wir helfen, aus unserem Planeten wieder einen guten Lebensraum zu machen, den auch unsere Kinder noch gut finden. Ja, super, das ist so ein schönes Schlusswort. Dann viel Erfolg für euren Summit und wir freuen uns, wieder Neues zu hören. Okay, vielen Dank. Kommt alle vorbei am 10. Mai nach Berlin.